good. So, meine Freunde, neues Gameplay-Commentary von DD auf jeden Fall am Start. Und im Hintergrund seht ihr eine ASM1, DNA auf, wie hieß nochmal die Map? Ach, keine Ahnung, das wisst ihr schon, auf jeden Fall. Richtig geile Map. Jetzt weiß ich es, Terrace. Die Map, ich weiß so ungefähr die Spawn-Points auf jeden Fall. Das geht richtig geil schiermäßig ab auf der Map. Also ich mag die Map wirklich. Und ich habe darauf geachtet, dass ich nach der DNA nicht reinscheiße. Nämlich, das ist eine 37er Gun-Streak, ja, von 37 Kills. Auf Streak auf jeden Fall. Schöne 37er Gun-Streak. DNA dabei und weil sich Sascha immer beschwert hat, dass ich am Ende immer so reinscheiß, weil ich immer die DNA gemacht habe und danach irgendwie 2-3 Kills mache und wieder sterbe. Und hier habe ich auf jeden Fall die 37-0 geknackt. Schöne Streak gehalten. Auf jeden Fall geiles Gameplay. Und hier die standardmäßige ASM1 gehabt mit dem DDR-Account 88. Und ja, ich spiele immer bei Pedix, bei dem einen Account spiele ich immer so die verschiedenen Klassen, versuchte immer gute Tarnungen freizuschalten. Und auf dem DDR-Account versuche ich immer so die besten Gameplays zu spielen. Weil ich finde irgendwie, da finde ich bessere Lobbys, also bessere Noobs, um da gute Gameplays zu spielen. Aber es werden langsam die Gameplays knapp. Ich glaube, ich habe noch 2-3 auf der Platte. Oder 2? Ja, 2 glaube ich, habe ich. Und da muss ich mal langsam wieder mich hinsetzen und ein paar Gameplays erspielen. Weil ich in letzter Zeit nicht wirklich gezockt habe, was Advanced Warfare angeht. Und dann ein kleines Info-Update-Ding, was ja mit der Schule so abging. Ihr wisst, was los war, Rufmord und so. Und da möchte ich auch nur, ich hoffe, es ist das letzte Mal, dass ich darüber sprechen muss. Auf jeden Fall, Rufmord, hat sie gesagt, ist das, was ich mache. Das hat sie auf jeden Fall zurückgenommen. Das Video findet sie immer noch schlecht. Beste, und es ist, die hasst mich immer noch so, denke ich mal. Ich weiß noch, erster Tag komme ich so zur Schule, am Mittwoch, glaube ich, war es, ja genau. Und ich komme so rein, gehe so die Treppen hoch, alles vor Schier, die ganzen Kollegen, moin, wie geht's, Dede und so, ne. Und ich gehe so in die Klasse rein und dann sitzen die ganzen wieder da hinten und die gucken mich so richtig dreist an, so, Alter, dass du dich hier reintraust, überhaupt reinzukommen in die Klasse, ne? Richtig geil, ich hab's so gelacht. Ich fand's so geil. Und dann musste ich noch ein Referat in Deutsch machen. Da habe ich mir so einen Buchautor geschnappt und ein eine schöne Buchvorstellung, so war's, Buchvorstellung gemacht. Und ja, war relativ geil. Aber ich war da aus heiterem Himmel, ich weiß wirklich nicht warum, richtig angespannt. Ich war, ja, ich glaube, es hat mit Nervosität, Alter, was sind das für Versprecher? Ich lass mal lieber die Wörter. Ich habe sehr stark gezittert. Ich weiß gar nicht, was da los war. Also die ganze Zeit wie so ein dummer Kaktus oder so. Ich weiß jetzt nicht, was ich für einen Vergleich benutzen soll. Ey. Ich habe gezittert. Das war richtig pervers. Wisst ihr, das war nicht irgendwie unangenehm. Ja, die anderen Leute gucken dich an und du zitterst und das ist natürlich scheiße. Sondern es war für mich selber unangenehm. Weißt du, du hältst diesen Zettel vor der Hand. Richtig dumm. und du zitterst einfach die ganze Zeit und kannst auch nicht mehr die Scheiße da vom Zettel lesen, ja? Aber dann gut. Mein Vortrag natürlich gemacht. Vor mir war auch eine andere, die einen Vortrag gemacht hat über, was war's? Harry Potter Autorin, der Vortrag war auch richtig gut, muss ich wirklich sagen. War aber nur über die Autorin, also keine Buchvorstellung oder so, wie ich das gemacht habe. Und am nächsten Tag war ein anderer Mitschüler, der den gleichen Autor wie ich genommen hat. Alter, was ist denn hier los? Das war richtig geil. Ich musste richtig lachen. Und dann hat noch die andere Schule früher heute gemacht. Ja, da könnte man fast schon wieder ein Video mal drüber machen. Und das Geile war, ich möchte nicht selber sagen, dass ich von meinem Zettel nicht abgelesen habe oder komplett frei gesprochen habe, aber ich habe ganz bestimmt nicht nur vorgelesen. Das war richtig geil. Sie wollte sich erst nur hinsetzen, ich sag so, ja, hier, jetzt geh mal hoch, ne? Auf jeden Fall steht sie da so vor unserem Whiteboard-Ding, Touch-Tech-Ding, und sie steht da so,
und liest. Sie liest nur von den zwei, drei Seiten ab. Richtig geil. Oh Mann. Oh, wie kann man da einfach nur vorlesen? Das ist doch kein richtiges Referat. Beste. Oh, und dann, was gab's noch? Achso, und im Referat hat sie gesagt, ja, die schulischen Leistungen von den Kindern sind ja nicht mehr so gut, weil das hat ja mit Elektronik und den Videospielen heutzutage zu tun. Richtig gute Argumentation. War wahrscheinlich von ihr selber. Aber hey, lass gut sein. Ich habe relativ gute Laune. Ich werde jetzt pünktlich zum Dienstag, ja Freunde, könnt ihr euch im Kalender eintragen, ein Video rausbringen. Mal gucken, was wird. Vielleicht eine Real-Life-Story schon wieder. Oder vielleicht auch nur ein leichtes, sanftes, gemütliches, kuscheliges Commentary raushauen. Scheiße, habe ich gute Laune. Und ja, Dienstag wird auf jeden Fall wieder ein Video kommen. Und ja, da endet auch das Gameplay schon. Richtig geil gewonnen. Die Gegner waren, oh Alter, jetzt müssen natürlich zum Schluss nochmal schön die knackigen Argumente kommen. Ja, die Gegner, ihr seht es, richtige Noobs, richtig schön zerbettert. 37-0, geile Runde. Und ich würde einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.